Dann muss man nämlich nicht mehr so endlos auf die Ecken achten, sondern die haben wir jetzt einfach wirklich weggemacht. So. Oh, es wird schon wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Dann würde ich das fast mal probieren, ob das jetzt hier schon geht. Ja. Sehr schön. Okay, ich bin nicht in der Nacht von irgendwem geweckt worden. Das ist gut. Super, und dann machen wir das hier genauso rum. Ausgezeichnet. Und dann haben wir hier eigentlich schon. Die Ecke. Ohne Drecke. Ich rede nur Schutz. So, Inventar ist voll. Das heißt, ich gebe hier ein paar Steine ab, die ich nicht brauchen kann, zum Beispiel Andesit. Und Diorit und Granit. Und dann können wir hier noch ein bisschen weitermachen. Wo auch immer da jetzt wieder die Erde herkommt. Und dann haben wir hier noch einmal. So, Sekunde, kann ich jetzt sagen. Das ist genau ein Erdklumpen. Was für eine Platzverschwendung. So, da sammeln wir schon wieder Granit ein, den ich eigentlich gar nicht haben wollte. Also, Granit ist toll, aber Granit ist deswegen halt toll, weil er halt fest ist. Also zumindest im echten Leben, aber. So. Der Spaß. So, den Block haben wir gleich. Tum tschu dum tschu tum tschu dum. Also ich finde es persönlich eigentlich gerade ein bisschen entspannt. Ich weiß, für Zuschauer ist das natürlich super langweilig, aber für mich persönlich muss ich gerade sagen, ich finde es gerade sehr entspannend, einfach hier ein bisschen auf die Steine einzuklopfen. Im echten Leben fände ich das wahrscheinlich sehr anstrengend, nicht entspannend, aber. Momentan finde ich das einfach super entspannend, ein bisschen auf die Steine einzuschlagen und einfach nur so vor mich hin zu fantasieren, wie genial, toll die Ding wohl werden wird. Gut, aber arg viel mehr können wir gerade nicht mitnehmen. Dann würde ich sagen, Diorit, Granit. Erde würde ich abgeben, dann würde ich hier noch sagen, Granit kann auch weg. Und den Rest würde ich einfach mal behalten. Und dann flitzen wir mal da rein. Und dann fängt es eigentlich damit an, dass wir jetzt hier. Abgesehen davon, dass wir hier natürlich zumachen,
Ja gut, das war jetzt ein bisschen zu früh oder zu voreilig. Okay, das war nicht so sinnvoll. Wir müssen uns dann später natürlich auch Möglichkeiten überlegen, wie man zwischen diesen Stockwerken wechseln kann. Momentan will ich einfach nur die Stockwerke fertig machen. Und dafür würde es ja prinzipiell schon mal reichen, fluff, ins Wasser fallen wir ungeschickt und wieder zurück. Und dann sind wir bei 7. Ah, das ist jetzt so mäßig begeisternd. Na komm, zack, zack. Und da bin ich gerade am Überlegen, ob ich das so überhaupt machen möchte. Weil eigentlich, also hier wollte ich ja die Mauer hinhaben. Und da wollte ich die Mauer hinhaben. Und vielleicht sollte ich mir erstmal wieder ein paar, eine Spitzhacke machen, damit ich da diese. Da schon wieder die Erde her. Okay, pfeift drauf. Das machen wir hier so zu. Pam. Ach ja, ich wollte mir eine Spitzhacke machen. Gut, also die Wege sind ein bisschen weiter hier unten. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, dann passt es ja. Ich war gerade ein bisschen irritiert da hinten an dem Eck. Aber das ist schon völlig in Ordnung so. Und dann würde ich dich mal nehmen. Nein. Dich. Und zu dir sagen, jupp. Und das war's schon wieder. Das ist aber auch nicht so toll. Machen wir hier mal wieder ein paar Stiggies. Sollte mir reichen. Zack. Du kannst wieder weg. Ich hätte dich gern da. Und dann würde ich zu dir ganz gerne sagen, da nochmal und da nochmal. Und dann können die Stiggies wieder weg. Und dann würde ich zu dir doch sagen, hey, 2. Sammeln wir. Sammeln wir die Kohle hier ein. Kohle, 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 Kohle. Fluff und Fluff. Okay, dann können wir hier jetzt sagen, Ray.
Nächster Steinblock. Ray. Zack, zack und zack. Und dann würde ich da unten doch mal sagen, und zack. Und dann ziehen wir da die Mauern rein. Und hier geht's zurück. Und aua! Nächste Steine. Zack und zack. Da fangen schon wieder an, die Monstren lustig zu werden. Okay. Haben wir hier 7. Okay. Zeit fürs Bett. Bevor hier irgendwas Wildes spawnt, was ich nicht haben möchte. Okay. Gute Nacht. Guten Morgen. So, und dann gehen wir noch mal zurück und dann würde ich hier noch mal ein bisschen Steine an die Wand zimmern. Die Kisten da hinten müssen wir dann eigentlich auch wegräumen, weil das ja die Innenmauer hier sein soll. Theoretisch hätten wir das eigentlich auch gar nicht ausfüllen müssen. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir es getan haben. Zack, zack. 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 Und dann fangen wir hier an. Zack. Und hier auch noch ein Loch zu. Und dann können wir hier fluff, 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 fluff. Zack. Und da kommt ja eh eine Mauer hin. Den kann man stehen lassen. Aber die anderen würden wir mal wegmachen. Den da und den da. Den da natürlich auch. Den da natürlich auch. Den dann natürlich auch und den dann natürlich auch. So. Und dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal etwas, wie es aussehen soll später. Hier ist jetzt natürlich wahnsinnig dunkel. Das darf so nicht bleiben, weil ich ja eben nicht will, dass hier Monster spawnen. So. Da noch, da noch, da. So, das ist jetzt wenig symmetrisch alles. Ich hau's jetzt einfach an die Wand, damit wir Licht haben. Und ich habe alle Fackeln verbraucht. Okay, da ist noch so ein bisschen Lücke. Da hätte noch ein bisschen mehr sein müssen. Da, das sieht ganz okay aus. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen die Kohle rausruppen, die halt da ist. Da hinten war, glaube ich, keine mehr. Nein. Das heißt, das Loch können wir noch stopfen. Und dann hätten wir da oben auf jeden Fall schon mal einen Anfang, wie es denn sein soll. Und das ist es auch nicht schlecht, finde ich. So, zack, 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 zack.
Und dann würde ich hier einfach mal weiterlaufen. Genau.